Willkommen zurück, Leute, zu Secret of Evermore. Wir befinden uns hier im Schloss. Und wir haben ja im letzten Part auch schon mal gegen Rattus es versucht. Und haben dabei auf die Fresse bekommen. Deswegen werden wir es nun wieder versuchen. Diesmal mit einer neuen Strategie. Ihr seht, ich habe meinen Speer eine Stufe höher gebracht. Und bin auch insgesamt ein Level höher gekommen. Aber meine Strat basiert nicht unbedingt darauf, dass wir jetzt unfassbar gut mit dem Speer abgehen, sondern sie basiert eher auf, Moment, Zauberperle, Zora Zotteltopf, Orkantornado. Und da werden wir sehen, hui, der Orkantornado, der haut ja ganz gut rein. Oh mein Gott, mit 403 ist er halt gerade wirklich richtig geil dabei. 179, Explosion ist sozusagen die schlimmste Attacke, die wir so abkriegen können im Moment. Wir machen weiter. Wir spammen einfach. Wir spammen einfach die Scheiße raus. Okay, Säureregen ist nicht ganz so schlimm. Das Problem ist halt, wenn nach dem Säureregen instant eine Explosion kommt, dann bin ich im Grunde schon geliefert. Vor allen Dingen, weil die Explosion jetzt auf mich alleine geht. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Weil es mit dem anderen zusammenkam. Wir können auch Honig benutzen. Können wir nicht nur, müssen wir auch. Oh, Säureregen und er bricht meine Attacke ab. Der Eklige bricht meine Attacke ab. Das geht so nicht. Und jetzt kriege ich... Ah, ist wieder nur ein Säureregen. Das wird vermutlich eine... Na, es wird keine... Oh, fuck, Mann. Weil der Hund halt nicht da ist, kriege ich hier die ganze Zeit... kriegen beide auf die Fresse und das ist schlecht. So, wir machen nochmal wieder eine Zauberperle, um hier mal wieder ein bisschen Druck zu machen. Ja. 379, damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich habe schon 5 benutzt, 6 benutzt. Ja, wir können gerade nicht. Können wir jetzt? Wir können immer noch nicht. Können wir jetzt? Wir können immer noch nicht. Können wir jetzt? Ja. Okay, ja, das gleicht sich halt fast wieder aus. Ist das Problem. Quatsch. Direkt. Geht gerade wieder nicht. Oh. Greift du schon mal Nektar rein, Wollo? Das muss jetzt. Energiesog ist... Ich nehme immer das Falsche. Energiesog ist nicht ganz so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm. Aber wobei... Zauberperle. Und... Nektar. Dann ist er ja jetzt auch schon down. Natürlich. 410. Stirb doch mal. Stirb doch einfach mal. Verdammte Kacke. Das kann doch nicht wahr sein. Ich könnte jetzt sagen, lad doch nicht deine Waffe auf, sondern mach einfach mit Zora Zoll und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern ich das nochmal ganz gut gebrauchen kann, ne? Aber er ist down. Oh mein Gott. Und das war halt der Grund, ne? Lieber mal die Zauberperlen aufbewahren für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, ob man sie irgendwann mal richtig dringend gebrauchen kann. Und dieser Fight war auf jeden Fall eine dieser Stellen. Sobald wir uns irgendwie wieder ein bisschen freier bewegen können, müssen wir irgendwo hin, wo ich ganz krass meine Zauber aufleveln kann. An einen Ort, wo ich mir Zauber kaufen kann. Das ist... Also Zutaten kaufen kann für die guten Zauber. Das ist so wichtig. Wow, diese Burg sieht genau wie die andere aus. Nur nicht ganz so sauber. Halt, stopp, warte. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin Wollo und der Hund heißt Spira. Wir wurden von der Königin vom Chaosturm gesandt. Wir sollen die Zugbrücke öffnen. Diese Hexe hat euch geschickt? Sollt die Zugbrücke öffnen? Pah! Das könnte ihr so passen. Das kann ich nicht zulassen. Bitte, bevor du etwas unternimmst, muss ich dir etwas zeigen. Es gibt hier jemanden, den du treffen solltest.
Und an dieser Stelle kann man es sich wahrscheinlich schon denken, die, die wir getroffen haben, war dieses Mal ausnahmsweise direkt der böse Zwilling, oder? So wird es halt sein, dass wir diesmal die gute Seite als zweites kennenlernen. Musste ja auch irgendwann mal passieren. Ist halt auch logisch. Aber wurden die jetzt aus ihrem alten Zuhause vertrieben, oder wie? Folge den Stufen und sprich mit der Königin. Okay. Ja, und da ist sie halt, ne? Zwar war halt klar. Königin? Was tust du hier? Du kennst mich. Da, im Chaosturm. Weißt du nicht mehr? Nein, du hast mit der Hexe, meinem bösen Ich, gesprochen. Wow, das mit dem bösen Ich erinnert mich stark an die Erben des Phönix. Erst war es Feuerauge, Zora und ihr böses Ich, dann Hektor und jetzt du. Zora, Hektor, du hast auch sie getroffen. Bist du auch aus Großostheim? Ja, dort komme ich her. Dann warst du auch in das Experiment verwickelt. Ja, genau. Und dann lief irgendwas schief? Richtig, seitdem bin ich hier. Es war gar nicht übel hier, bis vor einigen Monaten. Da tauchte mein böses Ich auf, sperrte mich ein und übernahm die Burg. Damit nicht genug, sie hypnotisierte den König durch ein böses Puppenspiel. Seitdem starrte er nur noch gebannt auf die Puppen und ist zu keiner Handlung mehr fähig. Als ich mich befreit hatte, war die neue Burg bereits gebaut. Wie du siehst, sind nur wenige in Terrorfels geblieben. Sie wollte uns also nur ausnutzen. Ich sollte die Brücke öffnen und sie hätte Terrorfels erobert. So eine Gemeinheit. Dennoch, es wird dir früher oder später gelingen, die Burg zu stürmen. Hör zu, ich glaube, Dr. Gallenstein kann euch helfen, zurückzukehren. Doch zunächst müssen wir die Hexe vernichten. Wir sollten alle Tore schließen. Zum Chaosturm zurückkehren, um zu verhindern, dass sie Terrorfels stürmt. Das hört sich gut an. Die Hexe muss gestoppt werden, damit wieder Frieden einkehrt. Wenn du meine Hilfe brauchst, zögere nicht, deine Zauberperle zu benutzen. Bevor du gehst, solltest du mit Dr. Gallenstein sprechen. Er ist im Ostflügel. Er wird dir auf deiner Reise behilflich sein. Du bist okay, Königin Verdamsel. Bitte, nenn mich Gundilla. Erinnert mich an Grunty, also an Gruntilda irgendwie. Und, hast du noch Bock, irgendwas zu finden, eventuell? Nein? Das ist zu schade. Okay, dann gehen wir aber mal zu diesem Professor, Doktor, whatever. Der hier wohnt. Au, coole Fenster. Die Bilder wirken richtig echt. Es muss eine optische Täuschung sein. Was ist los, Bira? Was hast du? Und, oh nein! Sie wirken nicht nur echt. Sie sind echt. Wie schrecklich. Oh Gott, wie schrecklich. Das sind ja... Ah ja, da fällt mir was ein. Wir können das Verhalten des Hundes mal wieder ändern. Um das Ganze zu leveln, habe ich es mir einfach mal gegönnt, den Hund ein bisschen umzustellen, damit meine Waffe auch mal wenigstens die Chance hat, hochgelevelt zu werden. Und es ist tatsächlich so, wenn man selber alle Gegner besiegt, dann sind die Chancen, dann kann man die Waffe eigentlich relativ fix leveln. Und so ist es vermutlich auch gedacht, dass man das so macht. Bam, ja, läuft doch. Die sind doch, das ist doch gar kein Problem gewesen. Also wirklich nicht. Krieg ich dafür irgendwas? Wow, das waren die Typen aus den Fenstern. Ach, ehrlich. Ja, diese Auffassungsgabe, die der Junge aber auch des Öfteren hat, ne? Schon nett. Hallo, mein Freund. Wie ich sehe, konntest du meine kleine Sicherheitsvorkehrung in der Vorhalle meistern. Nun, es wird Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Gallenstein. Befasse mich mit den Wissenschaften, mit Erfindungen, Alchemie und Form. Ich vermute, Gundilla hat dir über ihr böses Ich im Chaosturm berichtet. Yeah, wir haben schon einige dieser Doppelgänger kennengelernt. Oh,
Du hast den gleichen Akzent wie unsere Königin. Sagt ihr auch yeah? Ist das so ein Groß-Ostheim-Ding? Ja, wir kommen aus der gleichen Stadt. Dort fand ich ein altes Haus. Spira war einer Katze ins Innere gefolgt und ich ging ihm hinterher. Als er die Katze gefressen hatte, fand ich ihn in einem alten Laboratorium. Eine seltsame Maschine, die komische Geräusche von sich gab. Er hat die Katze gefressen? Was? Diese Maschine brachte uns in ein anderes Labor, das sich in einer Raumstation befand. Das war vielleicht ein Trip, Mann. Naja, wir trafen dort zwei Leute. Der eine war Dr. Igor Seltsam. Der andere sah aus, als könnte er sein Butler sein. Was dann passierte, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall landeten wir in Evermore. Und bis heute sind wir hier nicht weggekommen. Ich glaube, ich weiß, von welchem Ort du sprichst. Ich habe ihn durch das Teleskop gesehen. Wenn du zurück nach Groß-Ostheim willst, solltest du dich an diesen Ort begeben. Ich kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Aber zunächst müssen wir das böse Ich der Königin vernichten. Brunella hat mich gebeten, ihr zu helfen und ihr böses Ich zu stoppen. Gute Idee. Das böse Ich hängt sicher etwas aus. Wir sollten uns beeilen. Riskier einen Blick. Ich habe Anweisungen von ganz oben, Fagotius. Wir müssen eine Apparatur finden, die Energie ausstrahlt. Sie befindet sich im Königreich, doch niemand weiß, wo genau sie zu finden ist. Ich wurde beauftragt, alles zu tun, um das Teil zu bekommen. Selbst wenn ich jeden Quadratmeter hier umgraben muss. Meter für Meter. Aber Hoheit, wenn die Bürger nicht Verdacht schöpfen? Mich kümmert nicht, was das tumbe Volk denkt. Los jetzt, lass uns die Apparatur finden. Na gut. Da wird das Volk erbost sein, genau wie ich. Verdammt nochmal. Aha, das ist der Plan. Natürlich hast du das gehört durch das Teleskop, ne? Wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen sie stoppen. Wir sollten nicht die Schachbrettebene durchqueren. Ihre Truppen warten dort. Du musst nach Norden zu meinem Bruder Nierenfels gehen. Er wird dir helfen. Begib dich durch den Kerker und die Kanalisation nach draußen. Dort wirst du eine verbarrikadierte Passage finden. Mit meiner Axt kannst du dich dort durchschlagen. Du findest sie in meiner Schatztruhe. Willst du zu da? Ja! Ethanol. Ich habe keine Ahnung, ob ich Ethanol brauche, aber ich habe Geld. So nehme ja mein Geld. Asche. Oh, wir haben gar keine Asche mehr. Oh, ob wir die wohl... Ob die wohl richtig gut hilft, wenn immer so viel wir kaufen können. Eicheln haben wir auch nicht so viele, aber die brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Schwefel, nimm mal ordentlich was von mit hier. Nice. Eisen, ich habe zwar irgendwie alles, ne, aber nie die Sachen, die ich wirklich gebrauchen könnte. Ah, das ist wieder Ethanol. Ja, okay, ja. Keine Ahnung, ne? Schauen wir mal, ob das irgendwie hilft oder wieder nicht. Komm zurück, wenn du das Böse besiegt hast. Ich werde dir dann weiterhelfen. Nice, Mann. Einmal kurz. Ob ich jetzt irgendwas benutzen kann. Zwei Hitzeblitze. Oh, wieder 47 Feuerbälle. Das ist natürlich nicht schlecht. Energieschild haben wir auch wieder. Okay. Ja. Das ist wie gesagt so... halbwegs optimal. Also ich weiß nicht, der Hund ist defekt. Ich sag euch, wie es ist. Der Hund ist defekt. Als ich gelevelt habe, habe ich auch einfach nichts gefunden. Wenn der Hund mal was angeblich gefunden hatte, habe ich einfach nie was bekommen dafür. Streitaxt gefunden! Okay. Das ist die Waffe, die wir brauchen. Und hier finden wir noch was. Explosionsformel gefunden. Zerstört Hindernisse. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Denk an die Zutaten. Ja. Ich dreh die Zutaten, verdammt. Also egal. Ihr greift mich nicht wieder an. Das hat nur wieder die Vorsichtsmaßnahme. Falls mal jemand anderes kommt, wie die böse Königin oder so. Weil ich glaube, dass die damit kurz einen Prozess machen würde. Aber, naja.
So, das Schöne ist ja jetzt, ne? Das, was ja richtig schön ist und cool und super und dufte. Jetzt dürfen wir. Jetzt sind wir halt ernsthaft den ganzen Weg durch die Kanalisation wieder zurücklatschen. Hm. Ja. Ja. Ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden, ne? Brauchen wir halt echt nicht weiter drüber reden, dass das irgendwie... irgendwie gar nicht mal so cool ist. Wie ist denn ansonsten euer Tag so gelaufen? Das ist jetzt die Gelegenheit. Da könnt ihr mal ordentlich in die Kommentare posten, ne? Wie euer Tag war. Wir haben ja nichts zu tun. Außer kilometerweit latschen. Erstmal die Stelle wieder finden. Tatsächlich war es so, als ich leveln wollte, musste ich ja die Stelle wieder finden, um in die Kanalisation zu kommen. Und tja, ich dachte mir so, Alter, wo ist das denn? Wo muss ich denn hin? Von wo bin ich denn hier reingekommen? Weil es gibt so keinen richtigen erkennbaren Weg. Und dann musste ich halt tatsächlich in mein Video gucken, an die Stelle, wo ich in die Stadt gekommen bin, um überhaupt herauszufinden, von wo ich herkomme. Das war skandalös, möchte ich fast sagen. So, wir kommen nämlich von hier. Ja, von hier kommen wir. Aber sonst geht's gut, ne? Aber sonst geht's euch gut. Wie willst du denn darauf kommen? Suchst dich ja dumm und dusselig. Ist einfach so. War das hier? Ja. War hier. Und damit sind wir wieder willkommen zurück in der Kanalisation. Können natürlich die Gelegenheit nutzen und so ein bisschen Level-Action machen. So, die Streitaxt, ich bin ganz ehrlich zu euch sein, 35, 40, hatte sie wohl. Die brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir jetzt einfach nicht. Was wir brauchen, ist ein gutes Urteilsvermögen. Und zwar ein Urteilsvermögen in Richtung, wie komme ich hier wieder raus? Wir müssen nämlich jetzt wieder den Anfang finden. Fun Fact, ich war schon mal am Anfang und wir können mit der Streitaxt, wo ist sie überhaupt? Können wir diese Dinger hier frei machen? Vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht finden wir dadurch irgendwas Schönes oder es kürzt ab zum Anfang. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das ist sogar eine Abkürzung zum Anfang. Kann das sein? Nee. Also eine Abkürzung ist es. So viel ja, aber nicht genau das, was ich mir erhofft hatte. Und das ist eine Abkürzung, um wieder ins Schloss zu kommen. Da will doch keiner mehr hin. Da will doch einfach keiner mehr hin. Aber die Musik in der Kanalisation ist ganz nett. Fällt mir. Hier waren ja auch noch irgendwo Truhen. Ich werde jetzt nicht explizit danach suchen. Einfach weil... wozu? Ich sehe jetzt den Grund dafür nicht wirklich. Und hättest du mir jetzt echt nicht wegnehmen müssen. Da triffst du wieder nicht, ne? Das ist so. Das ist einfach so typisch für dich. Ich möchte halt nach Möglichkeit einfach schnell raus. Dann wäre ich schon top zufrieden. Was ist hier? Ist doch bestimmt hier irgendwo, oder? Und was weiß ich denn noch, wie das war? Das ist Jahre her. Hier. Doch, tatsächlich. Wir sind schon da. Ging noch, das ging halt wirklich ruckzuck. Kannst nicht meckern. So, und hier sollen wir dann gen Norden, sobald diese Sperre weg ist. Ja, nehmen wir mal wieder die Elfenbeinspeer. Einzig vernünftige Waffe. Speer macht halt immer Sinn. Oh, nö. Oh, nö. Es ist ein Sumpfgebiet. Kein scheiß Sumpfgebiet. Ich hoffe, das ist nicht zu... okay, es sieht nicht zu groß aus. Das wäre nämlich schlimm. Wenn wir einfach ganz schnell den Typen finden, den wir finden sollen und dann froh und glücklich werden. Ah, ein geiles Baumhaus. Läuft dieses Baumhaus als Labyrinth oder ist das einfach nur... so winzig klein und alles wird gut. 125
Okay, alles klar, alles klar. Ich weiß Bescheid, was das hier ist. Es ist auf jeden Fall ein Labyrinth. Es ist, gilt als Labyrinth. Wir können gegen diese Gegner in der nackten Theorie, das war der falsche, aber in der nackten Theorie kann ich halt hier ziemlich gut das hier benutzen, oder? 209 reicht nicht. Okay. Das reicht aber bestimmt. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Die halten auf jeden Fall gut was aus. Aber meine Waffe ist halt auch nicht... mein Zauber ist halt auch gar nicht mal so schlecht. Er macht schon ein bisschen was her. Und ich kann mich auf dich einfach nicht verlassen, ne? Ich will meine Waffe halt auch nicht abbrechen. Um dann festzustellen, dass du mir wieder nichts Vernünftiges da angezeigt hast. Oh, crap. Also gegen die Drachen. Oh, Junge. Gegen die Drachen weiß ich halt echt nicht so richtig, wie ich das am besten machen soll. Es wäre halt schon cool, hauptsächlich hiermit zu arbeiten, aber... Man braucht halt auch viel Energie. Ich kann die ja nicht so oft benutzen. Okay, die spawnen hier einfach wie bekloppt, dann scheiß drauf. Das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Kann ich nicht machen. Warte mal, da ist ein Haus. Das ist doch ein Eingang. Das ist doch ein Eingang. Ja, und es geht sogar rein. Ich wollte gerade. Hm? Okay. Nach ganz oben? Ja? Sehe ich das richtig? Scheint so. Aber gut, liebe Freunde, wisst ihr was? Den Rest hier, den werden wir im nächsten Part erkunden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.